Mein heutiger Gast ist nicht nur ein sehr geschätzter Kollege, er ist der erfolgreichste Moderator des ersten deutschen Fernsehens überhaupt. Meine Damen und Herren, am Wochenende bereitet er wieder den großen Partnertest für Sie und für uns alle vor. Er kommt gerade noch von einer mehrstündigen Probe. Herzlich willkommen, Jörg Pilawa! Ihr habt jetzt heute geprobt, ja? Wir haben für den Samstag. Wir haben versucht zu proben und ich bin dann schnell lieber hierher gekommen und die versuchen es weiter. Ja. Ist da Vogelgrippe auch ein Thema? Sind unsere Prominenten geängstigt? Die sind natürlich geängstigt, aber viel schlimmer ist, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was los ist. Also der Gesundheitsminister sagt ja, oder die Gesundheitsministerin sagt ja, 27 Millionen, um Impfstoffe zu entwickeln. Trittin sagt, keine Gefahr. Gestern hatten wir Kindergeburtstag bei uns zu Hause und jetzt kommt es. Wir haben da so ein Fußballtor im Garten stehen, ja, und da war ein kleiner Vogel reingeflogen und muss dort über Stunden einen bösen Kampf hingelegt haben, bis er dann verendete. Was mir persönlich natürlich sehr nahe ging. Ich hatte es nicht gesehen, aber die Kinder, 5 und 6 Jahre alt, spielen im Garten und finden diesen Vogel. Und ich denke, was ist denn da los? Tumultartige Szenen vor diesem Tor und unterhalten sich. Und plötzlich guckt ein Kleiner und sagt, Vogelgrippe. Schon die Kinder? Ja. Und das Schlimme ist, heute Nacht, 1.36 Uhr wache ich auf und habe Fieber. Nein! Oh. Na, wirklich? Denkst, ja. Also man ist, ich glaube auch... Sie den Mundschutz an. Ja, aber ich meine, wenn, dann wäre es zumindest als erstes auf einen von uns übergesprungen. Im ersten. Ja. Exklusiv. Ja, aber hattest du Fieber oder war das nur diese fiebrige Freude auf die Show am Samstag? Nee, ich habe echt das Gefühl, wenn ich krank werde. Aber ich bin ja da wirklich auch... Vorgestern gehe ich meine Tochter abholen. Vor mir gehen 2 Jungs, so nicht Fisch, nicht Fleisch, also 10, 11 Jahre alt, ja, so in der Vorpubertät. Ach so. Ja. Du kennst, die haben dann so diese Hosen an, die so ein bisschen mit Freischwinger und Baseballkappe, ja, Skateboards, ganz cool. Und da lag auch ein kleiner toter Vogel im Vorgarten. Du siehst schon, ich lebe in einer Gegend, wo viele tote Vögel sind. Ja, und wo es noch Vorgärten gibt. Ja. Ja. Gehen da so längs, so, bleiben so stehen, gucken so. Ja. Vogelgrippe. Also es hat uns alle erfasst und ich glaube auch, ich bin nicht sicher, ob wir genügend Kandidaten für den Partnerschaftstest am Samstag haben. Achim Menzel kommt ja. Ist ungefährdet, glaube ich, Achim Menzel, oder? Bei der Frisur sieht aus wie Nest. Also das war's. Dann Stefanie Hertel und Stefan Most kommen. Liebe Grüße, die können ja die Vögel wegblasen, wenn sie kommen. Also mit hier. Und so Rebecca 700 Barum, die kennt sich mit Tieren aus, die wird da nicht so viel Probleme haben. Hat auch die Lindenstraße überlebt, also insofern ist er... Aber ich bin mal gespannt, was bis Samstag noch alles passiert, sind noch 2 Tage. Ja. Bist du jemand, du lebst ja nun in Norddeutschland, der auch dieses Schleswig-Holstein-Festival sich anschaut, der in den Scheunen den Sommer verbringt, Streichquartette, Sinfoniekonzerte? Ich hab's einmal gemacht, weil ich es wirklich gerne tue. Das Schlimme ist, sind meistens ja ausgeräumte Pferdeställe und ich habe eine Pferdehaarallergie. Nein. Ich schaffe das höchstens 10 Minuten und dann muss ich raus. Das ist tolle Ausrede. Ja. Oder? Ja? Sieht aber. Ja, weil ich habe hier Noten von diesem, von dieser neuen Oper, die man von Mozart gefunden hat. Das ist der absolute Hammer. Und es hat mich so erinnert mit dieser schwarzen Mappe. Warst du mal im Chor? Nur einmal. Wirklich? Ja. In der Schule? Ich treffe nichts, aber wir können... Nee, du, willst du singen? Nein, bloß du brauchst nicht singen. Nein, mach. Aber ich hab gedacht, ich singe diese berühmte Arie aus dieser neuen Oper, weil es mich so an meine Chorzeit erinnert. Weißt du, ist jemand von Ihnen im Chor, meine Damen und Herren? Die Chorsänger sind ja eigentlich diese Ehrenamtlichen, die kommen ja mit dieser schwarzen Mappe immer kurz vorher rein, ja? Und sie zeigen ja auch zum Beispiel, wenn unser eins irgendwie am Schluss des Oratoriums singt, Amen, singt er Amen. Jemand, der im Chor singt, der singt so, Amen. mit dieser Mimik, so, weißt du, ich nehme zusätzlich Privatunterricht. Ja. Und man hat immer diese Spannung in der Maske beim Gesang. Ich singe jetzt, und das muss ich mal sagen, ja, gerade weil ich gehe auch so in ungeheizte Kirchen in der Adventszeit und so weiter. Letztes Jahr war ich im Weihnachtsoratorium. Und achten Sie drauf, wenn da sowas steht, so in der Abteilung Consentus Tinnitus, der spielt, Bach-Trompeter, die für 300 Euro pro Gig dreimal das Weihnachtsoratorium runternudelt in diesem Jahr. Ihr könnt es zumindest üben. Ja. Ja? Diese berühmte Stelle in Großer Herr und starker König. Das war ein Gehupe, mir sind die Ohren abgefallen. Ja. So falsch, dass jemand Bergstiefel trägt, wenn er spielt, weil er weg muss, weil er noch nach Hürth oder Mechernich muss, um den gleichen falschen Schrott nochmal zu hupen. Okay.
So, wir singen das jetzt. Du wirst es kennen. Ja? So kennst du diese Oper, oder? Ja, natürlich. Lass uns doch mal unsere Sängerin singen. Ja, du kannst es viel besser. S'il vous plaît. Ja, natürlich. Ich hätte üben müssen. Ja. Das geht an Sie zu Hause, Miesmacher, Runterzieher, Nörgler. Von wegen sitzt da und singt keinen einzigen Ton. Ja, ist doch so, oder? Ist er. Man hält dann auch immer so, wenn man nicht dran ist, hält man das so, ja. Und man lässt auch, wenn man im Chor singt, leise spüren, was man vom Solisten vorne hält. So. Jürgen, die Lose bitte. Ach nee, das Vorspiel. Ja, tschüss. Hade Herr Vo, das ist meine Stimmausbildung. Ich fange mit so einem H vorne rein an, damit es nicht auf die Glottis knallt. Ja? So, H, nö, das ist eine Bühnentechnik. Auf der Bühne verspielt sich natürlich, aber hier bin ich noch so dicht dran bei Ihnen. So. Entschuldige, Jörg. Jürgen, bitte. Hade Herr Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiser, hops, hops, ha. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Also würde ich natürlich auf der Bühne würde ich dann zwei so sinnlose Schritte machen mit dem Vogelkäfig. So, ja. Ja, da würde ich nicht stehen bleiben, ja? Also je nachdem, wo Jean-Luc mich von der Nase her hinhaben will. Also. Geh mal mehr rechts. War heiß mit dem Locken umzugehen und nie. Da käme jetzt dieser alte Soufflösenwitz. Schatz, sprichst du nicht mehr mit mir? Wenn die Soufflöse pennt, weißt du? Ja. Hast du was gegen mich, Mäuschen? Das wäre dann die Flöte, weißt du? Da ist immer die Frage, ist es eine Panflöte? Ja? Aber Papageno ist kein Indio. Ja? Oder ist eine Querflöte? Ja? Eine Querflöte? Ja. Politwitz, Politwitz. In Sinfonieorchestern in der DDR gab es keine Querflöte. Warum? Nur Blockflöte. Einmal Biski zusätzlich wählen. Ja? So. Jürgen, wir machen weiter. Drum, Buchstabe D. Ja. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Du könntest doch eigentlich auch mal was singen. Du hast doch diese tolle, tiefe Stimme. Er hat doch diese wirklich tolle, tiefe Stimme. Sarastro, das wäre doch das Ideale, nee, den hab für ich dich. Nicht drauf. Sarastro. Tamino. Bildnis ist bezaubernd schön. Ja, aber nicht so schnell. Und du musst dir vorstellen, du bist in so Vormittagsvorstellung für Kinder. Weißt du, wo die Kinder. Okay. Pass auf, Tamino! Die Schlange! Nee, du musst auf die Schlange reagieren. Okay. Du singst die Vormittagsvorstellung, du bist ein rumänischer Gast, weißt ja. du? Ja. Für 20 Euro Staatstheater Bukalte. Oh, Schlange? Ich sehe keine Schlange. Doch! Und die Statisten gehen da nicht ab, weil sie dich hassen. Weißt du, die bleiben in der Schlange liegen, müssen aber raus. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. War das nicht die große Partie von Fritz Wunderlich? Nein. Aber Operetten ist natürlich gar nicht mehr deine Welt, oder? Das ist unsere Zielgruppe. Eigentlich ja. Mhm. Die berühmte Arie, ich bin die Christel von der Post.
In mir gärt's wie neuer Most. Ja, nein, heißt das wirklich? Heißt das wirklich? Ich bin die Christel von der Post. In mir gärt's wie neuer Most. Lalalalalalalala. Ist das diese Show, wo letztes Mal Heiner Lauterbach da war? Nein, das war der große Erziehungstest. Nee, das war der Partnerschaftstest, wo Heiner Lauterbach zwischendurch, glaube ich, gehen wollte. Aber was mir gut gefallen hat, ihr habt immer A, B, C, D gehabt und ihr sagt, für mich ist das alles Quatsch. Alles ich Quatsch. Sage E. Ja, genau. Ja. Ich scheue dem Jungen ein. Oder so. Ja? Das, ich rede mal mit ihm, aber kann mal vorkommen, ja. Jedes Mal besoffen. Ja? Das war toll. Bei jeder Frage, Frank Elstner, alles richtig gemacht. Ja? Also Frank Elstner war wirklich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, er hat nie so geantwortet, wie er zu Hause wirklich handelt, sondern so, wie man von ihm erwartet, dass er handeln müsste. Genau. Deshalb, er war so sehr korrekt, alles richtig. Ja, das Sieger. Es war immer mental sozusagen ganz in der Pflicht, meine Damen und Herren. Kurze Pause für die Werbung. Jörg Pilawa, meine Damen und Herren, gerade Fax bekommen. Du hast jetzt deinen Vertrag verlängert bis zur 1000. Sendung. Das tägliche Quiz. Das Quiz. Ja. Wie viele Sendungen hast du jetzt? Ich glaube knapp 830 sowas sind es. Und das reicht bis Oktober nächsten Jahres. Wir machen während der Fußball-Weltmeisterschaft, weil das Team alle Spiele sehen muss, also zumindest die der Vorrunde, viel länger. Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann machen wir dann eine Pause, aber im Oktober machen wir dann die 1000. und dann auch noch eine große Gala. Also hätte ich nie gedacht, dass man 1000 Mal Menschen zu Sachen fragen kann. Ja, aber du bist so bescheid, es ist der ganz große Bringer. Das ist die absolut erfolgreichste Sendung im ersten deutschen Fernsehen. Kontinuierlich erfolgreich. Ja. Wirklich. Wenn du das sagst. Das ist so. Es freut mich auch. Also ich glaube, es liegt an den Paaren. Wir hatten neulich zum Beispiel, das war eine Sendung, die mich wieder wirklich fasziniert hat. Nach über 800 sind zwei Nonnen, die mir gegenüber saßen. Und die kamen natürlich auch an dem Punkt, wo sie nichts wussten. Dann passiert immer dasselbe eigentlich bei Kandidaten. Dann geht es von der einen Pobacke auf die andere. Dann macht man dann so und guckt so ins Publikum und hofft, irgendwas dann dort zu sehen. Aber es kommt nichts, weil es keiner mehr weiß. Und dann guckt sie mich so an und macht, von einer Nonne so ein bisschen angeflirtet zu werden. Ja. Da war ich auch nach über 800 Sendungen völlig überfordert. Was macht man da? Ich glaube, dass das irgendwie der neue Weg ist, der jetzt aus Rom direkt angeordnet wurde. Ja. Ja? Weißt du, also mehr, geht hin und flirtet, ja, mit dieser Stimme. Ja. Wenn ich nicht noch drin wäre, ich wäre wieder eingetreten. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja, schön. Ja. Übrigens, Herr Antrag hat jetzt auch gleich wieder ein Quiz vorbereitet, ja, weil die Buchmesse ist am Wochenende. Ja? Und das ist vor allem für Sie zu Hause ein tolles Mitratespiel, meine Damen und Herren. Ein Buch. Ja, es gibt fünf Bücher zur Auswahl. Das Buch von Bärbel Schäfer, Deutscher Buchpreis bekommen, Arno Geiger, Ingo Schulze, haben wir 7 Jahre darauf gewartet. Cornelia Funke ist ja fast so erfolgreich wie Frau Rowling und der neue Tom Wolf. Und du, lieber Harald, Jörg, du kannst ihm ja assistieren, sollst... Kennst du die Bücher? Ich möchte eine Frage gleich mal stellen, weil wir einen Quiz machen. Was ist der erste Satz von Wer, wenn nicht er? Ja, ist doch gleich. Wie, das weißt du? Ja, ich habe den ersten Satz gelesen. Das ist doch der Quizinhalt. Ach so, das ist Quizinhalt. Also, ich habe, weil sie war mein neues Gast bei mir in der Sendung. Und dann ich sag nichts mehr. Das hast du nicht gewusst, dass wir das Quiz jetzt vorbereiten? Nein, wusste ich nicht. Ich habe mal was gelesen. Berühmte erste Sätze, erste Sätze aus diesen Büchern. In welcher Roman fängt an mit dem Satz, sobald die Tür aufging, brandete das Getöse von Swarm, der Band, die oben im Saal ihr Konzert gab, in die Herrentoilette, brach sich auf Spiegeln und keramischen Oberflächen zu doppelter Lautstärke. Herrentoilette, Spiegel. Könnte natürlich auch ein Buch sein, das in der DDR spielt. Oder Tom Wolf auf dem Campus. Tom Wolf? Ja. Ich sage Ingo Schulze. Jörg hat recht, es ist Nein! Tom Wolf. Ja. Wirklich? Ja. Ich nehme das mal weg, um es leichter zu machen. Ach so, ja. Also der ist schon weg. Erster Satz. Wir müssen dann so machen. Wie du! Komm.
Wedo. Gefällt mir immer Kandidaten aus dem Fränkischen. Ja. Wedo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist du bist natürlich so erfolgreich, aber ja, bitte? Gibt es Situationen, wo du den Hass auf die Kandidaten wegatmen musst? Es gibt Momente, wo ich auf Durchzug stelle. Das gibt es. Aber man merkt sie nie an. Nein? Naja, gut, versteckt, aber du lässt die Kandidaten immer gut aussehen, wirklich. Ach, ja. Wir können das Geld ja auch ausspielen, wir haben es ja. Ja. Erster Satz, ich muss pinkeln. Ich muss pinkeln. Nimm mich als Joker. Ja, das ist, es geht uns gut. Wie heißen denn die Bücher? Nein, das ist Bärbel Schäfer. Ja, ist echt Kito. Ach, das ist der erste Satz. Sie liegt im Bett morgens und muss dringend, will aber noch weiter schlafen und plötzlich steht die besser aussehende Putzfrau neben ihr am Bett. Und sagt Bärbel Schäfer, ich muss pinkeln? Ja. Ja, es ist ja nicht Bärbel Schäfer, es ist ja eine fiktive Person. Ach so, aber ach so. Sie ach schreibt so. Es als ersten Satz, ich muss mal pinkeln. Ah, verstehe. Gut. Ein Satz noch. Auf der Suche nach einem Romanstoff begann ich vor 7 Jahren, Material über deutsche Geschäftsleute zu sammeln. Ingo Schulze. Sehr gut. Ja. Ja. Aber das ist eigentlich ein deutscher solider Anfang. Ja. Da ja, ist man drin und ist keiner verschreckt. Nö. Ja? Jörg, Samstagabend 20:15 Uhr, live. Live. Mit Anrufbeteiligung für uns, die Zuschauer. Gibt's aber schön mitmachen, haben wir die Punkte sammeln. Und so. Hinterher weiß man, ob man noch für den Verkehr zugelassen ist oder nicht. Das erfährt man da alles. Vielen Dank. Viel Erfolg brauchen wir dir. Weiterhin viel Erfolg. Ja, und bleib uns noch lange erhalten. Hier im Ersten. Harald, wir freuen uns immer. Danke. Ja, wenn wir sagen können, dieser Kollege zieht uns alle mit. Jörg Pilawa, meine Damen und Herren.